Studium der Materialwissenschaft an der ETH Zürich. Ganz am Anfang bist du viel im Hörsaal. So gewinnst du vertiefte Kenntnisse in Physik, Chemie, Informatik und Mathematik. Dies hilft dir, die faszinierenden Eigenschaften von Materialien zu verstehen und zu beschreiben. Ja, mal, also es ist wirklich streng, aber ich würde auch sagen, es macht wirklich Spaß. Das Spezielle an diesem Studium ist, du sammelst schon im ersten Jahr viel praktische Erfahrung. Hier im Materials Design Lab arbeitest du ganz konkret an Projekten. So lernst du auch den Umgang mit Hightech-Geräten. Diese Teams aus dem ersten Studienjahr konstruieren gerade einen AirTrain. Zusammen bringen sie sich das CAD-Konstruktionsprogramm bei und drucken dann die selbst entworfenen Teile mit dem 3D-Printer. Also wir bauen das Schienenzeppelin und das geht halt auf Gleis. Und für das müssen wir etwas finden, was dann exakt mit den Rädern kompatibel ist. Dafür entwickeln sie zusammen Fähigkeiten in Informatik, Physik und Elektronik. Also das ist wirklich mega cool. Es ist wirklich nie langweilig, weil du wirst theoretisch wie auch praktisch immer auf dem Laufenden gehalten. Ende des ersten Jahres ist Theoriebüffeln auf dem Tagesprogramm. Denn nur wer die Basisprüfung spätestens beim zweiten Mal besteht, ist weiterhin dabei. Zum Glück ist der Studiengang der Materialwissenschaft sehr familiär. Hier hat man Zeit für dich. Man hilft sich gegenseitig beim Lernen, kennt sich beim Namen und nicht vergessen, man isst zusammen und genießt die Pausen. Heute ist der letzte Tag des Prüfungsmarathons. Hunderte von Studierenden aus allen Departementen schreiben gleichzeitig die Basisprüfung. 4 Wochen lang. Ja, ich bin nervös. Wer erfolgreich durch die Prüfungen kommen will, braucht enorme Disziplin und Selbstmanagement. Ich habe natürlich nicht 2 Monate durchgelernt. Also, man braucht auch Pause und muss sich Erholung einplanen, sonst wird es nicht. Erstmal feiern die Studierenden zusammen den Beginn der Ferien und das Ende der Prüfungen. Ein echtes Highlight. Ja, das Feeling ist mega schön. Zum einen erlösend, weil es ist vorbei. Zum anderen fühlst du dich auch besser, weil du weißt, du hast etwas gemacht in dem Jahr, das wirklich Ergebnis gezeigt hat. Nach nur 2 Wochen beginnt der Wechsel von Vorlesungen und Praktika wieder. Das ist ein ziemlich strenger Rhythmus bis zum Bachelorabschluss. Aber es lohnt sich. Du lernst Zusammenhänge immer besser kennen. Umweltthemen, die uns heute beschäftigen, hängen sehr eng mit Materialien zusammen, die recycelbar sind oder eben nicht, die biologisch abbaubar sind oder eben nicht. Und die Möglichkeit, in diese Richtung etwas zu verbessern, ist einer der grossen Pluspunkte, wenn man Materialwissenschaften studiert. Nachdem du den Bachelor erfolgreich abgeschlossen hast, beginnst du mit dem Masterstudium. Jetzt kannst du viele Entscheidungen frei treffen. Wo mache ich mein Praktikum? Welche Vorlesungen interessieren mich? In welchem Forschungsprojekt werde ich mich bewerben? Was ist das Thema meiner Masterthesis? Während des Masterstudiums kommst du auch mit den neuesten Forschungsergebnissen der Materialwissenschaft in Kontakt. So spezialisierst du dich immer mehr für den Fachbereich, der dich am meisten interessiert. Wir stellen dir einige Forschungsgruppen konkret vor. Das Team der Multifunktionsmaterialien arbeitet an biegbaren Batterien. Ein anderes Team forscht an recycelbaren Baumaterialien. Auch im Bereich Medizin werden neue Materialien gesucht. Leopold Berger arbeitet hier gerade an Implantaten und Schrauben aus reinstem Magnesium. Diese bauen sich etwa beim Einsatz von Knochenbrüchen selber wieder ab.
und bleiben so nicht im Körper. Viele Innovationen, speziell im Medizintechnikbereich, kommen mit neuen Materialien. An der ETH arbeiten wir heute an den Materialien der Zukunft. Apropos Zukunft. Wir haben eine junge Forscherin besucht, die sich den Traum eines Startups mit Hilfe der ETH erfüllt hat. Die Materialwissenschaftlerin hat neuartige Metallschäume mit einzigartigen Kühleigenschaften entwickelt. Ich arbeite zusammen mit Schweizer und internationalen Firmen. Und das war natürlich immer ein bisschen der Traum. Und ich bin sehr glücklich, dass es so weit gekommen ist, dass ich das erfüllen konnte. Einer der ersten Angestellten des Startups ist Benoit. Er holt sich heute sein Masterdiplom ab. Materialwissenschaftlerinnen und Materialwissenschaftler sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gesucht. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Fotoshooting und nachher ist unsere Masterfeier und auf die freue ich mich, weil das wird ein super Abend mit allen Kollegen vom Studium nochmal. Einmal einen schönen Abschluss von dem Masterstudium. Die meisten Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Materialwissenschaft haben, wie Benoit, noch vor Erhalt ihres Diploms bereits eine Anstellung gefunden. Die Zukunft ist also verheißungsvoll. Der Abschied fällt dennoch nicht leicht. Ich habe meine Zeit an der ETH sehr genossen und ich würde jederzeit wieder mit dem Studium anfangen, um nochmal die 7 Jahre erleben. Willkommen im Studiengang Materialwissenschaft der ETH Zürich.